Heute machen Elmar und ich ein Transplantiertenwochenende. Also wir treffen uns mit mehreren Transplantierten und machen gemeinsam Sport und genießen die Zeit zusammen mit all unserem Bonusleben. Wir sind alle individuell, aber gleichzeitig haben wir alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass wir alle transplantiert sind, dass wir alle ein fremdes Organ in uns tragen. Und alle wollen wir wieder zurück in das ganz normale Leben mit Reisen, Sport machen, arbeiten, einfach all das, was ein normales Leben beinhaltet. Beim transplantierten Wochenende bin ich mit Elmar, Katja und Rupert zusammen und wir machen gemeinsam Sport. So, schauen wir mal. Ui. Elmar ist der wohl fitteste Herztransplantierte auf der ganzen Welt und für mich ein Riesenvorbild. Er hat mir auch den Mut gegeben, mich wieder körperlich zu belasten und wieder zurück in den Sport zu gehen. Ja, Mara und ich haben uns bei der Challenge Rot kennengelernt. Ich habe als Transplantierter da mal mitgemacht, den Triathlon. Und dann sind wir irgendwie spontan. Ich bin öfter hier zum Training am Fuschelsee und wir sind zusammen hier hingefahren. Und dann sind wir eigentlich auf den Berg gegangen. Ja, sie meinte, sie wäre alleine halt nieder hochgegangen und der Ausblick war toll, wir waren da oben alleine und ja, hat ihr so ein bisschen die Angst genommen und so kamen wir dann irgendwie beim Abendessen dann auf die Idee, vielleicht auch mal das anderen möglich zu machen, weil die meisten machen halt eine Reha oder gehen vielleicht in eine Selbsthilfegruppe, wo man sich halt austauscht über die Medikamente, über das Essen vielleicht auch. Aber der sportliche Fokus bleibt, ist eigentlich ziemlich im Hintergrund. Ja. Also es wird nie irgendwie ein Leistungstest gemacht. Wir schreiben halt oft Transplantierte, sie haben die und die Beschwerden. Die rühren aber nicht von den Medikamenten. Die rühren zum Beispiel bei einer Herztransplantation dadurch, dass die Nerven einfach nicht transplantiert sind und die einfach muskulär Sauerstoff irgendwie unterversorgt sind. Wenn sie wandern gehen, ist so schade, weil Wandern ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich in der Natur ja, zu trainieren, ja, nach einer Herztransplantation. Und, dadurch, dass ich selbst meine Erfahrung, ich bin jetzt selber 12 Jahre herztransplantiert und habe sehr, sehr schnell angefangen, wieder Ausdauersport zu machen, was für mich jetzt gar nicht ungewöhnlich ist, für die Ärzte aber schon und für die anderen Transplantierten auch. Und ich will natürlich irgendwie so ein bisschen ja, das Know-how, was ich bekommen habe, ob es jetzt bei der Ernährung ist, ob es beim Sport ist, auch ein bisschen den Leuten die Angst nehmen, sich wieder richtig zu belasten. Ja? Dafür ist so eine Herztransplantation ja da, dass man das Herz auch fordert. Es gibt Studien, wie auch Nerven wieder ans Herz rangewachsen sind und da gibt es verschiedene Techniken und da kann ich einfach ja, meine Sachen, die ich über die Jahre jetzt kennengelernt habe, den anderen halt weitergeben. Das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir veranstalten mal was, unabhängig jetzt von irgendeiner Klinik, sondern einfach mal sich austauschen. Du kannst halt durch den Sport halt viel steuern, gerade im Grundlagenbereich. Ich glaube, der Anfang ist halt schwierig und da versuche ich den Leuten ein bisschen zu helfen. Ich glaube, man braucht einfach diese kleinen Steps, ja, diese kurzen und diese kleinen mittelfristigen, langfristigen Ziele, um irgendwie ja, zu trainieren und motiviert zu bleiben. Und da die Katja ist ja echt ein super Beispiel, hat man ja eben auch gesehen, hier an der Kletterwand, die macht einfach die Sachen, ja. Ich freue mich total, dass Katja sich auch angemeldet hat zum transplantierten Wochenende, denn sie ist erst seit 9 Monaten transplantiert, also noch ganz, ganz frisch. Und sie kann so stolz auf sich sein, dass sie schon wieder so fit ist und ja, so viel Enthusiasmus zeigt, wieder zurück zum Sport zu kommen. Ich habe eigentlich 2017 mit dem Sport abgeschlossen, weil das alles eine maximale Anstrengung für mich war. Duschen war schon anstrengend. Auf Intensivstation das erste Mal an der Bettkante sitzen, sich wieder waschen, ohne Luftnot. Unglaublich. Also es ist wirklich, es ist wie neugeboren. Es ist immer noch, auch jetzt nach 9,5 Monaten, auch wo ich da an der Boulderwand hing, ist das so unfassbar. Und das, ich denke halt wahnsinnig oft auch dann an Spender oder an die Spenderin, dass sie mir das oder er mir das ermöglicht. Also man hat die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben an die Angehörigen, der muss anonym sein. Man darf quasi keine Rückschlüsse ziehen auf meinen Wohnort, mein Geburtsdatum, meinen Namen etc. Ich darf aber reinschreiben, wie es mir vor der Transplantation ging und wie es mir nach der Transplantation ging. Ich habe die Möglichkeit, den Angehörigen auch Fragen zu stellen. Mein Brief geht in einem offenen Umschlag ans Klinikum Großhadern. Dann wird er dort von 2 Ärzten gelesen, geht dann an die Eurotransplant nach Laien, wird dort nochmal gegengelesen und erst dann, wenn alles passt, wird die Familie über den Brief informiert.
Und an denen liegt es dann, ob sie den Brief überhaupt haben möchten. Und entweder sie lesen ihn, antworten mir oder antworten auch nicht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich eine Antwort bekomme, was ich glaube, was auch nochmal wahnsinnig emotional ist, weil du dann doch irgendwie in Kontakt bekommst. Logisch anonym, aber das ist halt schon... Also man hat halt doch irgendwie ein Zeichen und ich möchte das einfach nur schreiben, um halt, damit die wirklich wissen, okay, sie ist dankbar und ihr geht's auch gut damit. Das ist halt, weil ein Teil irgendwie doch von ihrem Angehörigen ja in mir irgendwo weiterlebt und auch wenn die Familie jetzt trauert, ich möchte einfach nur Danke sagen, also, weil das ist einfach nur Danke, also das ist im Endeffekt das beste Geschenk, was du kriegen kannst und in Neukölln gibt's halt in keinem Supermarkt und nichts und nur durch sie sitze ich hier. Das ist einfach, ich werde tot. Und die Ärzte haben gesagt, es war der perfekte Zeitpunkt, ein bisschen später wärst du weg gewesen. Weil das, die genetische Erkrankung ist auch, es ist ja rechts vorwiegend und ist aber nach der Biopsie von meinem kranken Herzen, nach der OP quasi, auf den linken Ventrikel auch übergegangen. Und dass das höchste Eisenbahn war und das perfekte Zeitpunkt und das perfekte Mensch. Ich habe ein sehr gutes Herz und ja. Und werde wahnsinnig aufs Aufpassen. Ich habe Verantwortung für zwei. Einmal für meinen Spender oder meine Spenderin und für mich selbst und ich werde alles dafür geben, dass es dem Herz noch jahrelang gut geht. Oder meinem Herz. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, es ist mein Herz. Ich habe es von Anfang an akzeptiert und ich möchte auf die Zugspitze Ende der Saison und ich möchte ein schwarzes Herz mitnehmen und ein rotes Herz mitnehmen. Das schwarze quasi als Abschied von meinem alten und das neue halt für einen Spender. Und das ist halt so ein Ziel und was ich auch habe für den Sport. Und immer in Gedanken an meinen Spender oder an meine Spenderin. Ich habe einen Dankesbrief geschrieben und für mich war dieser Brief total wichtig. Ich hatte so einen riesen Berg an Dankbarkeit in mir drin, der mich schier zerplatzen hat lassen. Und mir hat es total gut getan, einfach diesen Brief zu schreiben, diese Dankbarkeit ein Stück weit loszuwerden und abzugeben an die Menschen, die es verdient haben. Am Ende muss aber jeder für sich selbst entscheiden, was das Richtige ist und was sich gut anfühlt. Ich wünsche mir für unsere Gesellschaft mehr Nächstenliebe, mehr Zusammenhalt, mehr füreinander Dasein und mehr Bereitschaft, füreinander Gutes zu tun. Und auch ich finde, Organspende ist das Paradebeispiel für so ein Verhalten. Es ist gleichzeitig etwas, was man irgendwie auch aus egoistischen Gründen tun kann, weil man als Held von dieser Welt geht. Und gleichzeitig ist es etwas, was man für andere Menschen tut. Man schenkt Leben. Und von daher wünsche ich mir, dass sich die Gesellschaft mehr mit diesem Thema auseinandersetzt und vor allem Entscheidungen trifft.